Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Planet Crafter. Ja, wir müssen jetzt, ich möchte hier bei den Werten, möchte ich jetzt auf, ein bisschen auf Sauerstoff gehen. Ich habe hier draußen noch einen weiteren Grassammler aufgestellt, der da hinten jetzt vor sich hin arbeitet. Und hier draußen haben wir in der letzten Folge noch eine Veggie-Tube dazu gebaut. Aber das ist irgendwie noch nicht so, es passiert halt nicht viel, ne? Deswegen würde ich gerne noch weitere Grassammler aufstellen, auch um das Gebiet hier noch so ein bisschen zu verschönern. Und dementsprechend brauchen wir Lirmasamen. Haben wir nämlich keine mehr. Lirmasamen sind essentiell wichtig dafür. Das bedeutet, wir nehmen uns jetzt mal ein paar Nahrungsaktionen mit. Ja, die beiden haben wir, zweimal Wasser, zweimal Sauerstoff, zweimal Nahrung. Und gehen in das große Raumschiff da hinten rein. Und gucken mal, ob wir da noch Samen finden. Wir gehen jetzt erstmal in das da hinten rein. Hier vorne waren wir. Ich meine auch, wir haben es leer gelootet. Aber da hinten halt, jetzt geht das Licht hier natürlich wieder aus. Da hinten waren wir, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, ob wir da hinten schon drin waren. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir schauen mal. Doch, ich glaube, wir waren da hinten drin. Wir haben da ja auch was aufgebaut, oder? Wir haben doch da eine Atmungskammer hingebaut. Ich meine ja. Wenn nicht, ist schlecht. Wenn nicht, wäre das sehr schlecht. Deswegen nehme ich mal eben Ressourcen mit für eine Atmungskammer. Wenn da schon eine steht, können wir einfach eine zweite daneben stellen. Das ist auch nicht schlimm. Titan braucht man zwei, ne? Ja, Titan. Jetzt brauchen wir, wenn ich mich nicht irre, noch dreimal oder zweimal Eisen. Ich muss mir angewöhnen, mehr zu fliegen. Bis hier jetzt natürlich auch wieder bergauf geht. So, gucken wir mal eben. Dreimal Eisen, zweimal Titan, einmal Silizium. Dreimal Eisen, zweimal Titan, einmal Silizium. Wir haben die Materialien da. Sehr gut. Im Fliegen bin ich natürlich deutlich schneller. Ich weiß nicht, warum ich das immer vergesse. Ich sehe aber noch keine Atmungskammer. Waren wir hier doch noch nicht? Ich habe gedacht, wir wären hier schon gewesen, aber sieht nicht so aus. Oder wir haben die Atmungskammer wieder mitgenommen. Kann natürlich auch sein. Ja. So, erstmal ein bisschen durchschnaufen. Material, ja, haben wir alles da, wunderbar. So, jetzt geht's hauptsächlich. Natürlich Mikrochips und so nehmen wir weiterhin mit. Das ist ein Muss, ne? Also Mikrochips müssen wir mitnehmen. Aber es geht hauptsächlich um die Lirmasamen, die wir hier eventuell noch finden können. Ne, ich glaube, wir waren hier noch nicht. Okay. Wird's hoch oder runter gegangen? Warte. Oh, guck mal hier, Samen. Liegen die einfach hier rum. Nehmen sie mal mit. Wenn wir nachher eine Truhe finden, können wir die in eine Truhe rein tun. Ich weiß nicht, ob die dann da liegen bleiben oder. Bohnensamen sind natürlich sehr gut, weil die sehr viel Nahrung geben. Ah, okay, wir waren ja wohl doch schon. Alles mitnehmen erstmal. Wenn dann eine volle Kiste mit Eisen ist, dann macht mich das ein bisschen stutzig. Ich glaube, das war. Wir waren hier vielleicht doch schon. Aber das Raketentriebwerk, entweder haben wir das übersehen oder für Deko gehalten. Liegen extrem viele Samen rum, ne? Wir haben keinen einzigen Lirmasamen, ne? Wie gesagt, wenn es sind wir jetzt, sind jetzt noch mal hoch, ne?
Ja. Ach nee. Nee, nee, sind wir nicht. Sah nur so aus. Geh mal eben durchatmen. Beziehungsweise. Ich habe eine Idee. Ach, Mist. Wir haben kein Eisen dabei. Ich hätte jetzt hier eine Kiste aufbauen können. Was kostet eine Kiste? Oder ein Schrank? Ein Schrank kostet 3. Eine Kiste kostet. Ah. Eine Kiste war doch voll mit Eisen. War das hier? Ja, das war hier, ne? Guck mal, dann tun wir jetzt mal hier die ganzen Samen rein. Nehmen uns das Eisen mit. Und bauen draußen zwei Schränke auf, wo wir die ganzen Sachen reintun können. Dann haben wir das nee, Moment, wir sind nicht hochgegangen. Dann haben wir das in der Durchatmerzone. Und können da jederzeit ran. Ich verlauf mich hier. Bin ich jetzt deppert? Sind wir doch? Ach nee, wir sind ja doch hochgegangen, klar. Ach, klar bin ich deppert. So. Hallo. So, pass auf, wir machen jetzt hier Schränke rein. Noch einen bauen? Ja, wir können sogar noch einen bauen. So, wir brauchen hier nur Schränke. Das ist was anderes, brauchen wir ja gar nicht. Und noch einen bauen? Nee. So, und da setzen wir jetzt alles rein. Dann können wir nachher in Ruhe entscheiden, was wir jetzt dringend mitnehmen beim ersten Mal und nee, was nicht. Aber vor allen Dingen können wir alle Sachen mitnehmen. Nehmen wir die auch noch mit, können wir einen vierten Schrank bauen. Jetzt gehen wir hier drüben nochmal gucken. So, siehst du, da haben wir jetzt alles schön mitgenommen. Können nochmal gucken, ob wir hier noch Samen in den Schränken drin finden. Ach, guck mal, da lag doch was, oder? Ja. Auberginensamen. Ist natürlich nicht verkehrt, das zu haben. Können wir hier eigentlich die Leiter benutzen? Nee, können wir nicht. Nicht verkehrt, das zu haben. Da unten nochmal drinne. Ich die Kisten abbaue, kann ich sogar noch einen Schrank hinbauen. So. Runter, beziehungsweise hoch, oder ich weiß es gar nicht. Kann man nicht abbauen. So, siehst du? Und jetzt hier alles schön rein. Wollen wir gar nicht so sortieren, einfach rein. So, Wasser. Darum können wir noch einen Moment mit warten. Jetzt gehen wir nach rechts. Da gehen wir gleich weiter, da vorne rechts war noch was oder links. Okay, hier ist eine Türe geschlossen. Dann können wir weiter. Ja, das. Lirmasam, sehr geil. Der. Ach nee, der ist wichtig. Die hier abbauen, die Wedge-Tubes? Nee, nicht.
Und die Treppe nach oben gesehen. Oh, noch ein Raketenantrieb. Das ist cool. Das ist richtig cool. Dass die einfach so in den Schränken rumliegen. Raketenantriebe. Na gut. Schöne Sache. Schöne Sache. Richtig schön. Wir müssen auch immer darauf achten, man kann hier manchmal auch Wände abbauen. Nicht, dass wir hier irgendwo eine Wand abbauen können und das nicht gemerkt haben. Aber ich glaube nicht. Das Vernichtungstool eingestellt. Gehen wir mal nach oben. Natürlich auch wieder richtig schön viele. Nein. Ach du Scheiße. Nahrung auf jeden Fall. Wasser. Lirmasamen. Das Eisen. Ja, was ist das? Was war das? Bin ich gerade was gefallen? Luft, Luft, Luft. Kann man da noch was mitnehmen? Ich würde den Samen mitnehmen. So, warte mal, können wir hier noch was zerstören? Als wenn ich es geahnt hätte, ne? 3 Kisten. Oh, schöne Sache. Hier, guck mal, die 200er, die können wir hier reintun. Den Dings würde ich nämlich gerne mitnehmen. Erstmal. Nein, 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 den nicht. Den müssen wir mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Wasser. Oh, scheiße. Scheiße, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Warte mal, die ganzen Samen hier rein. Die da. Den Dünger auf jeden Fall, ist Wasser. Baumsamen. Da liegt ein Baumsamen drin. Komm, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich wüsste nicht wofür. Mhm. Den Baumsamen habe ich, ne? Ja, da liegt einfach ein Baumsamen drin. Das ist echt der Knaller. Das können wir trinken. Essen. Dann haben wir wieder ein Plätzchen frei. Die Bohnensamen, das ist das Wichtigste davon, weil die am meisten Nahrung geben. Ich weiß natürlich nicht, vielleicht stellen wir aus anderen Sachen, aber wir haben Samen, wir haben relativ viele Samen. Der Arm gerade zu lang vor, aber ich habe mich vielleicht verguckt. Aber hier müssen wir auf jeden Fall nochmal rein den Rest holen. Das ist richtig krass. Das hätte ich geahnt hätte, ne? Weißt du, ich sag noch, wir müssen auf die Wände achten. Wir gehen jetzt erstmal mit D. Oh, warte mal. Wir können ja mal schauen. Das Aluminium zum Beispiel mal hier reintun. Mal gucken, was wir hier haben. Wir hier noch Superlegierung zum Beispiel, ja. Die Raketenantrieb würde ich mitnehmen, auf jeden Fall. Das Stäbchen. Haben wir hier einen Lirmasamen bei? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Ein Pestersamen, aber... Okay, damit gehen wir jetzt erstmal zur Raumstation zurück. Entladen uns. Was liegt denn hier alles rum? Das komische Titan, alles so komisch aufgereiht. Damit gehen wir jetzt erstmal zurück. Und dann... Ja, dann machen wir die Schränke da leer. Das müssen wir erstmal jetzt alles ranholen. Wir haben auf jeden Fall einen Lirmasamen, das heißt, wir können mindestens noch mal einen Grasverteiler da hinstellen.
Gras ist ja Streuer, ist da, glaube ich, oder? Dann gehen wir nochmal in das Schiff rein. Ich fand jetzt... Ich glaube, wir haben das Schiff da hinten ja durch. Wenn wir die Ressourcen rübergeholt haben, gehen wir da hinten nochmal rein. Aber ich fand da sehr wenig. Wir haben da sehr wenig Lirmasamen gefunden. Ich hätte da mehr erwartet. Und die kann man ja wirklich nur finden. Die kann man ja nicht herstellen. Zumindest denke ich mir das. Ist natürlich komplett voll. Das ist Käse. Baumsamen da rein. Mal erstmal hier bei die anderen. Mal erstmal hier rein. Lirmasamen behalte ich. Oh, wir haben zwei Lirmasamen. Okay. Wir haben zwei Lirmasamen. Das ist mega. Da ist noch einer. Sehr geil, sehr nice. Wir haben auch keinen Lirma mehr, ne? Nee. Müssen da mal mehr Schränke für bauen. Ich tue das mal einsortieren. Ach, siehst du die Nahrung? Ah, die Nahrung nehme ich aber weiterhin mit. Ich tue mal bei der Superlegierung, tue ich mal die Turbinen rein. Da tun wir auch die hier rein, weil wir machen erstmal leer. Wir machen erstmal leer, würde ich sagen. Das ist am angenehmsten. Oder am einfachsten. Einmal Luft müssen wir uns nochmal mitnehmen. Und Wasser. Nein. Einmal hier rein. Wenn wir hier nochmal was leer machen. Dann ist der Schrank nämlich voll. Sehr cool. Die zwei Chips können wir noch lernen. Hier. Mikrobauplan. Ah ja, Jetpack T2. Krasse Sache. Und GPS-Satellit T2. Ah ja, wir können ja mal so unsere Karte gucken, ne? Oh, schön. Ah, guck mal, man kann schön rauszoomen. Ah, hier. T1, Algengenerator. T2, das ist wahrscheinlich die Entfernung, die man rauszoomen kann. Das ist ja schon ziemlich cool. Guck mal, wie unsere Basis von oben aussieht. Finde ich mega. Sieht wirklich mega cool aus. Fällt mir richtig, richtig gut. Da kommt das Wasser. Seht euch mal das Wasser an. Das müssen wir uns gleich mal live angucken gehen. Das ist schon fast beim Turm. Krasse Sache, wirklich. So, was haben wir jetzt freigeschaltet? Ein Algendings, ne? Algengenerator. Algenverteiler. Algengenerator. Der macht Sauerstoff. Der macht Sauerstoff. Wie viel haben wir noch Energie? Energie haben wir noch genug übrig. Oh, ah, wir brauchen dafür Aubergine. Und dafür brauchen wir diese Kunststoffklumpen. Züchtet Unterwasseralgen. Erzeugt Biomasse auf einer Wasseroberfläche platzieren. Ja, müssen wir nur wissen, ob die Wasseroberfläche schon ausreicht, die wir da haben, ne? Aber für den brauchen wir keine Lirmasamen. Das heißt, wir machen die Lirmasamen jetzt, die wir haben. Ah ne, wir wollten erstmal das Raumschiff. Wir machen erstmal das Raumschiff leer. Erstmal das Raumschiff leer machen. Dann benutzen wir die Lirmasamen, die wir haben, für die Grasstreuer. Ich denke, da werden wir dann auf kurz oder lang irgendwann auch mal auf T2 aufrüsten müssen. Ich hoffe nur, dass es immer bei einem Lirmasamen bleibt. Wenn wir irgendwann zwei brauchen für T2 oder T3 Grasverteiler, dann wird das echt heftig. Dann weiß ich, ich weiß nicht, wo wir so viele Lirmasamen herkriegen sollen. Gehen nachher in einer anderen Folge später, gehen wir mal da hinten lang. Ob hier noch irgendwas ist. Weil wir können an dem Eisblock da unten nicht vorbei, der ist noch nicht geschmolzen. Oder wir müssen mal gucken, vielleicht ist er ja mittlerweile geschmolzen. Aber vielleicht kann man auch ausdrum. Vielleicht kann man auch einfach außen rum. Und ist vielleicht was auf dem Schiff oben drauf? Finde ich auch interessant zu wissen, ne? Guck mal hier, da ist doch was. Komm ich denn da hin? Oha, hier sind Betten oder so. Komm ich denn da rein? Da müssten wir doch irgendwie hinkommen, oder?
Ja, ist mal hier rechts, ne? Wahrscheinlich, wenn wir hier die Tür öffnen können oder so. Weiß ich nicht, ob man hier das irgendwann ausstatten kann mit Strom, dass das hier wieder irgendwie läuft oder so. Ah, warte mal. Da geht noch ein Weg lang, oder? Waren wir da oben schon? Ah, hier war der. Ja, hier waren wir. Waren wir oben schon? Vielleicht können wir da jetzt schon rein. Ich dachte, wir waren oben schon, oder? Ja, wir waren oben schon hier, genau. Hier haben wir die Wand gleich weggemacht. Hier haben wir gleich die Wand weggemacht. Ich nehme mal das alles mit hier. Ach du Scheiße. Nein. Ja, ist da nur Eisen drin, das ist okay. Ich schau nochmal hier mit dem Tool, ob wir noch irgendwas wegmachen können hier drin. Kann natürlich auch in einem anderen Stockwerk sein, ne? Kann gar nicht sein, dass es hier ist. Oh, Sauerstoff. Hätte ich nicht eben durchgeatmet in dem Raum? Ich hatte eigentlich gedacht, wir hätten da genug. Da kann man scheinbar nichts mehr zerstören. Ja, hier nochmal gucken. Nee. Ich würde da trotzdem gerne nochmal schauen. Tatsächlich nicht. Hier vielleicht? Sieht immer so, diese Sackkassen sehen immer so aus, als wenn hier was wäre, aber wird mir nichts angezeigt. Nee. Dann raus hier. Sind wir voll? Ja, einen Platz haben wir noch. Können wir nochmal mitnehmen hier. Aber einfach ein Iridium ist egal. Fliegen. Ich vergesse es immer wieder. Ich hätte auf den Augenwinkel gedacht, da würde was fliegen, aber habe ich mich wohl verguckt. Das war also das Wunschdenken danach, dass da was langfliegen könnte. Das sieht von weitem aber aus, als wenn der Eisblock weg wäre, ne? Ja, guck mal, jetzt ist die Höhle gerade entstanden ist, ja. Wir gucken gleich mal. In der nächsten Folge gucken wir uns das mal an, ob da der Eisblock noch da ist oder nicht. Jetzt würde ich gerne erstmal unsere Durchatmerkapsel würde ich erstmal leer machen. Das Material hier in die Hauptbasis holen. Die übrigens sehr cool aussieht. Ich finde die immer noch mega gut. Dünger haben wir keinen gefunden, auch sonst Samen haben wir halt relativ viel jetzt wieder, ne? Müssen wir unbedingt ein bisschen was erweitern. Guck mal, wie ich das mache. Vielleicht tue ich die auch nochmal versetzen. Das ist einfacher, als wenn wir die ganzen Samen hier rausholen würden. Vielleicht tun wir da nochmal Schränke da hinten dran bauen und da die Essensdinger herein. Wir haben ja jetzt auch ein Rezept gesehen, wo wir jetzt, wo wir die für brauchen. Die Auberginen waren es, glaube ich, die wir brauchten, ne? Kunststoffpopel, so.
Und ja, Kobalt. So, warte mal, dann tun wir mal was essen noch. Nein. Oh, haben wir schon wieder keine Trockennahrung. Haben wir ein Böhnchen? Ja, oh, schon mal fast voll. Können wir hier noch was bauen? Ach ja, hier, das ist T2 Ding, ne? Der Jetpack T2. Da brauchen wir ein Pilzchen, Schwefel, Osmium, müssen wir eigentlich alles da haben. Pilzchen, Schwefel, Osmium und jetzt habe ich das letzte habe ich vergessen. Das war's. Aluminium. Das ist so einfach sein können, ne? Jetpack ausziehen. Jetpack, da. Naja, das kann ich ja nicht mehr. So, Jetpack T2. Jetzt mal direkt mal ausprobieren, was das jetzt ist. Wahrscheinlich die Höhe jetzt beeinflusst, oder? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir höher kommen. Aber wahrscheinlich sind wir schneller unterwegs. Nee, wir machen jetzt immer die Kapsel leer. Ich wäre jetzt echt in die Höhle abgebogen. Nein, nein, wir machen die Kapsel leer. Die Höhle gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich denke, jetzt gleich endet die Folge, dann mache ich die Kapsel dann noch im Off-Leer, damit ihr das euch nicht die ganze Zeit geben müsst, wie ich hier immer irgendwelche Orte plündere und dann erstmal eine Folge lang alles leer mache. Und dann werden wir in der nächsten Folge in die Höhle gehen und mal gucken, wie weit das Eis geschmolzen ist. Vielleicht entdecken wir ja auch neue Biome, vielleicht entdecken wir neue Orte. Wäre cool, würde mich freuen. Auch hier in der Wüste, da müssen wir eigentlich da hinten mal weitergehen, gucken, wo der Maprand ist, ob es einen Maprand gibt. Ey, da sind wir schon einiges jetzt. Das ist danach echt nur noch einmal laufen. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir mal eine Erkundungstour. Einfach mal über die Map laufen und schauen, was haben wir vielleicht noch nicht entdeckt. Keine großen Loot-Touren, außer wir entdecken jetzt irgendwas, was wir vielleicht noch gar nicht hatten. Ja, schauen wir uns das mal an. Mikrochips oder sowas nehmen wir natürlich immer mit. Ne, das ist klar, das muss ich glaube ich nicht erwähnen. Nachher finden wir das nicht mehr, das wäre blöd. Aber so Ressourcen oder sowas, einfach mal gucken, wo wir landen, was wir finden können und was wir wie nutzen. Vielleicht bauen wir auch noch irgendwo einen Extraktor auf, weil wir da Superlegierung beispielsweise abbauen können. Müssen wir eigentlich mal da hinten mit den Nadeln versuchen einzubauen, eine Superlegierung. Aber das können wir ja dann immer noch machen. Das ist ja, ich glaube schon fast, ja, ich müsste mal Stäbchen bauen, damit ich das hier alles in mein Inventar reinkriege. Hier. Opel. Und die Schränke. Ich muss unbedingt Schränke bauen. Ne? Das ist so grottig. Was haben wir denn hier? Wir haben 6 im Inventar. Und nochmal 3 dazu. Den Stoff legen wir hier rein. So. Ja. Ach guck, das zweite Schränkchen ist ja auch schon voll hier mit den. Nein, den nicht. Ach ja. Ja, damit wir es einlagern können, tun wir das Stäbchen jetzt so rein, genau. Ja, ich würde sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne könnt ihr mir auch einen Kommentar da lassen, was ich verbessern kann, wie ich es machen kann oder wie auch immer. Bitte keine Spoiler. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal eine kleine Erkundungstour machen. Ich mache jetzt das Raumschiff noch leer. Eine kleine Erkundungstour. Schauen wir mal, was wir finden. Und ja, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!